Medizinvorrat ist niedrig. Oh, scheiße. Niedrig ist gut gesagt. Nicht vorhanden wäre eine bessere Umschreibung, wa? Nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir müssen Latouche eliminieren. Und das haben wir heute vor. So, wir fahren fort. Im Geschäft. Und, so. Wir müssen jetzt erstmal den gescheiten Zugang finden. Also den richtig gescheiten Zugang. Wir sind hier immer noch in Versailles, oder? Ja, wir sind immer noch in Versailles. So, wir müssen da rechts rein, würde ich mal sagen, und da irgendwen befreien oder so. Hoppala. Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen? Ja, komm mal. Wenn du willst, kannst du ruhig kommen. So. Kommt der Typ? Guck, guck. Du die Coupable Dorf Pille! Hast dir ein paar neue Löcher. Mal sehen, wie schnell du verblutest. Na komm. Und tschüss. So, einer weniger. Hey, wir haben doch. Das war doch gerade ein Attentat aus der Deckung. Warum hat er das jetzt nicht anerkannt? So, holen wir uns noch schnell mal hier das Journal. Und jetzt gucken wir mal. Hier durch. Hoppala, ach, der ist da drin. Fuck. Komm, geh weg. Ah, der ist scheiße, jetzt ist er rausgegangen. Fuck, das wäre eine echt gute Gelegenheit gewesen, den umzulegen. Ah, da ist ein Schütze drauf. Auf dem Dach. Da gehe ich mal lieber außen rum. Na. Und nehmen den Aufzug. Um dann den Schützen erstmal wegzumachen. So. Hier hinter, hier hoch. So, und jetzt bist du weg. Oh. Da haben sie mich wohl gesehen, wa? Die Leute. Aber da machen sie gar nichts. Da machen sie überhaupt nichts. Hoppala. Nee, so weit hoch wollte ich gar nicht. Ich wollte bloß mal kurz drüber linsen. So, jetzt warte mal. Gehen wir mal kurz hier rein. Nehmen wir die Truhe mit, wenn sie schon da ist. So. 100F ist nicht viel, aber dann haben wir sie schon mal mitgenommen. Na. So. Wo ist denn der nächste? Wo war denn der Typ? Ah, da hinten. Eure revolutionären Brüder und Schwestern müssen essen! Auch ihr seid hier! Hortet Vorräte und versteckt euch wie Ratten! Warum? Weil ihr gierig seid! Trotz der Freiheit, die ihr bekommt, seid ihr okay. Undankbar!
Nahrung zu horten ist nichts anderes, als sie aus den Mündern der Kinder zu stehlen. Ah, oh, fuck, das klappt nicht. Recht muss gesprochen Irgendwer werden. Hat der da hinten noch mich gesehen, scheiße. Okay, da müssen wir auch noch versuchen. Ich wollte jetzt gerade eigentlich ein Luftattentat ausführen auf den Typen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Der war wohl zu weit weg für unseren Arno. Halt. Dahinter. Na komm. Böse. Steht da einer vor dem Fenster? Da steht keiner vor dem Fenster. Aber vielleicht kommt er jetzt gleich rein. Da hätte man schon mal einen weniger. Sollte der jetzt gleich reinkommen? Ja, der kommt rein. Puh, das war knapp. Etwas geht hier vor sich. Wie ein verfluchter Geist. Gut. Tschüss. So. Den hätten wir. Das ist jetzt schwierig. Dahinter müsste ich. Lass mal gucken. Oh Scheiße, den hat's nicht gekillt. Ja, komm. Komm jetzt weg. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Ah. So, und jetzt. Boah. Komm, Deckung. Okay. Da wäre vielleicht auch ein Berserkerpfeil irgendwie angebracht gewesen oder so. Ah, da hinten stehen zwei. Da kommt jetzt einer. Okay, das ist der Nächste. Das ist der Nächste, der daran glauben muss. Boah, der steht aber scheiße. Der steht richtig scheiße. Ich muss warten, bis der weg ist. Tut mir leid. Nee, das ist mir noch zu unsicher. Komm, verpiss dich. Fahr einfach ab. Ja. Das ist nicht die falsche Richtung. Ja, genau die Richtung. Der weiß auch nicht, wo er hin will, oder? Hey, Freund. Okay. Ah, komm. Er geht wieder, oder? Die Frage ist, sieht der Typ... Ne, der da hinten sieht mich nicht, der ist viel zu weit weg. Herrschaftszeiten, verpiss dich doch von da hinten! Okay, der weg. Wer hat mich da gesehen? Was ist das jetzt hier? Wie komme ich da rein? Ah, so. Oh, fuck. Hey, was ist da jetzt? Tatsächlich eine Unterstützung. Kann ich da rein? Ach, ich kann da rein. Okay. Nee. Menschenmenge Unterstützung verfügbar. Oh, okay. So, tschüss. Uiui, das war knapp. Das war richtig knapp. Da hat mich jemand gesehen. So. Einfach untertauchen in der Menschenmenge, bitte. In meinem schönen roten Gewand. Durfte ich mal dadurch. Hoppala. Jetzt passt mal auf.
Ja, ich verpiss mich hier mal. Und überlass dem Berserker-Typen da mal den Vortritt. So, Freunde. Oh. Eins, zwei. Und. So, jetzt müssen wir da taktisch rangehen. Oh, das sind viele. Das sind zu viele. Ja. Ah, du kommst direkt da hinten. Ah, das war ein, das ist eigentlich die komplett falsche Richtung, in die ich renne. Ja, auffüllen. Nicht, dass wir jetzt hier nochmal noch sterben und dann das Ganze nochmal machen müssen. Das will ich jetzt nicht. Haben wir irgendwo einen Aufzug? Ich sehe dich. Ich mach dich wieder. Ja, du machst gar nichts. Der Latouche ist auch da hinten. Der ist mitgerannt. Warum ist denn der mitgerannt? Oh fuck. Die haben mich gesehen. Boah. Dusel gehabt. Okay. Aber der Latouche sitzt da hinten. Verdammt, warum ist denn der da hinten? Okay, runter da. Medizinvorrat ist niedrig. Oh, scheiße. Niedrig ist gut gesagt. Nicht vorhanden wäre eine bessere Umschreibung, wa? Lasst mich mal da durch. Latouche, servus. Entlassen? Aber warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Ja, damit wäre Latouche jetzt auch im Arsch. Und wir haben die Erinnerung abgeschlossen. Wir fahren fort. Sie sind wieder hinter uns her. Nicht das beste Timing. Ich bin dran. 2 Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arnaud und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endet. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Wo? Da hinten. Wenn alles gut läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen hippocampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Nice. Toll. Lass uns das nicht vertiefen, okay? Oh, komm. Weiter, weiter, weiter. Weiter, wir sind schneller als das, was uns verfolgt. So. Wo müssen wir genau hin? So, jetzt hier gleich links. Und jetzt links. So, 70 Meter.
Wie weit ist das noch? Ah, okay, da hinten ist das Ding schon. Mach hin. Mach hin, Arno. Das ist schnell. Wie soll ich denn da rein? Hallo? Ach, ich muss da reinspringen, oder was? Oh Gott. Ich muss da reinspringen. Oh, mach schnell. Und jetzt spring. Ja, endlich. Puh. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Am Boden, aber nicht am Ende. Den Erfolg haben wir freigeschaltet. Ja. Mal schauen, wo wir jetzt landen. In was für einem Paris? Vielleicht in Paris der jetzigen Zeit. Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, oh. Spätes 14. Jahrhundert. 1394. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Habe ich eine Karte? Brennende Brücke, neue Belohnung verfügbar, okay. Okay, da muss ich nicht lang. Das ist schon mal gut. Also anscheinend hier hinter. Karte ist nicht verfügbar, ja. Das war mir irgendwie klar. Ach, da hinten muss ich durch. Alles gut. Oh, da muss ich durch. Da oben wäre... Oh, ach so, nee. Da. Da ist die Lücke. So. Die Katakomben durchqueren, ja. Ich bin dabei. Ich bin dabei. So, jetzt rechts. Können wir die looten? Nee, können wir nicht. Hauptkammer verlass. Uiuiui, das schafft er nicht. Ah, da oben. Da oben hin. Nein, nicht da oben. So, jetzt hat. Da hoch. Schnell, Freunde. Schnell, schnell, schnell. Ah, ne, da muss ich gar nicht hin. Muss ich da hoch? Muss ich da weiter? Ah, da muss ich weiter. Ah, da kämpfen sie noch. Oder so ähnlich. Naja, wer weiß, was die jetzt gerade gemacht haben. So. Oh, fuck. Aus dem Steinbruch entkommen. Oh, fuck, Leute. Ach, da hoch muss ich. Wer baut denn sowas? Oh, schnell. Oh Gott. Mach. Situation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Oh je. In Deckung gehen. So, jetzt hoch. Wo ist denn... Oh, nee. Oh. Oh, geh weiter, Arno. Geh weiter. Weiter. Aus dem Steinbruch entkommen. Ja gut, okay, das hätten wir. Und da hoch jetzt. Und zwar schleunigst. Links oder rechts? Okay, die Frage übrigt sich. Und das bricht zusammen, das bricht zusammen. Ja, das ist, braucht man bloß anschauen. Sieht man das? Boah, ist aber auch wieder geil designt hier. Hallo, runter durch. Ui. Ich hab was vor. Du bist fast da. Ja. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass ich fast da bin. Boah. Oh, ein bisschen in Deckung gehen hier.
vor den Dingern. Folge meiner Stimme. Na, Folge. Geh zum Ausgang. Schnell. Boah. Und spring. Boah. Glück gehabt. Aber geil designt. Das Ganze. Richtig geil gemacht. Die Bastille. Erinnerung abgeschlossen. Wir fahren fort. Im Text. Na? Bin mal gespannt, ob wir jetzt eigentlich die Hauptmission noch unterbrechen können. Ja. Das läuft jetzt seit der Sequenz 11 alles nacheinander ab, ohne dass ich da irgendwas machen kann. Ja, mal schauen. Und es lädt. Wir laden anscheinend Paris, weil es wieder so lange dauert. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Camp de Mars, 8. Juni 1794. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Ja. Wir haben Robespierre als Namen. Ne? Und mit diesem Namen machen wir weiter. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.